Willkommen zu einer neuen Runde. Hallo, so. Ich werde von einem Typen gebossbammt mit einem Bogen, der keinen Damage macht. Das ist das neue Format jetzt hier einfach mal an der Stelle. Keine Ahnung, was es werden soll, wenn es fertig ist. Wir werden es vielleicht am Ende des Kampfes wissen. Ja, aber der kriegt auf jeden Fall erstmal die Ehre, leicht bis mittel genug. Ach Moment, welche Ehre? Ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal wieder so ganz auf Oldschool-Basis ein paar Timolia-Kämpfe so. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, dachte mir, ich mache das einfach mal auf ganz entspannt und dann haben wir es im Grunde genommen. Nein, fuck, lol. Mein Ping regelt. Gut, ich download noch, glaube ich, irgendein Game im Hintergrund, aber na, fucking man. By the way, ganz kurz noch. Ja, wahrscheinlich eher am Anfang des Videos, I guess. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch das Video gefällt, wenn ihr dann ein Like gönnt, mir einen netten Kommentar schreibt. Digga, was wird das hier, wenn es fertig ist, Bro? Mich abonniert und die Glocke aktiviert, wenn ihr es noch nicht getan habt und mir auch auf den anderen Socials folgt und den Stuff da teilt. Es würde mich sehr supporten, es würde mich sehr freuen. Das ganz kurz vorab. Perfekt, Digga. Ich setze mich einfach mal selber fast in Lava. Achso, by the way, morgen kommt auch ein ziemlich geiles Video, woran ich wirklich ewig gesessen habe. Also würde mich freuen, wenn ihr das auch auscheckt. Ja, Digga, der Typ kriegt halt die Ehre genommen. Was auch so geil war heute, ich hatte heute das erste Mal mein MacBook mit in der Schule. Zumindest diesen MacBook. Eigentlich aus dem Grund, dass meine Lehrerin einfach auf die Idee kommt. Ich finde es sympathisch, dass der Typ noch spammt, weil so konnte ich noch auf WhatsApp schreiben. Auf jeden Fall kommt dann meine Lehrerin an und schickt uns dann per Mail 250.000 Seiten, die ich mir dann zu Hause ausdrucken soll. Und dann rastet die richtig aus, wenn man es sich nicht ausdruckt und mitbringt. Aber auf jeden Fall, es war sehr chillig. Ich habe rein theoretisch ein paar Games auf meinem MacBook, auch wenn Macs nicht wirklich zum Game sind. Wobei mir das letztens jemand auf Twitter geschrieben hat, weil ich mich auch frage, ob der Typ irgendwie braindead as fuck ist. Chillig passt. Perfekt, Digga. Digga, lass mich doch mal Sprachnachrichten verschicken, du Retard. Kann es sein, dass ich in der Pause irgendwann angefangen habe, einfach random was zu zocken, weil mir langweilig war? 5 Minuten Pause nur. Ja, Digga, er versucht mich direkt zu Orbitrappen oder was? So, jetzt gibt's Stress. Auf jeden Fall habe ich dann das Rennen noch zu Ende gefahren, als meine Lehrerin schon wieder da war und angefangen hat, uns irgendeinen Scheiß zu erzählen. Was? Digga, ach so! Du Affe, er versucht mich jetzt so auf kakeln. Digga, Junge, wie ehrenlos kann man sein? Er schreibt mir obvious, weil ich ja auch so ein kranker Cheater bin, hallo? Vor allen Dingen hat er jetzt versucht mich zu... Scheiße. Wow, man so ein Retard sein. Sucht mich zu AFK killen, zweimal, sagt, ich würde cheaten und hat dann nicht mal die Eier, auf den Teamspeak zu kommen. Chillige Sache. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zwischenzeitlich irgendwann auch direkt nochmal das nächste Rennen hinterher gemacht, ein paar Minuten später. Das ist im Grunde genommen das Beste, was man in Einschläfern im Unterricht machen kann. Und die Sache ist, ich hätte das auch durchbekommen, weil noch hat mein MacBook nicht die Lüfter aufgedreht. Ich hätte das durchbekommen, weil noch haben die Lüfter von meinem MacBook nicht wirklich aufgedreht. Und wie erkläre ich das jetzt? Wenn meine MacBook-Lüfter anfangen hochzuschallern, dann hat man das Gefühl, dass das Ding gleich abhebt. Das Ding schießt sich gleich so gefühlt in die Umlaufbahn. Das ist, bei meinem alten MacBook war es noch krasser, aber wirklich, das hört sich an, als würde das Ding gleich irgendwie, wirklich, als würde das Ding einfach abheben. Was wird das jetzt? Und wenn wir darauf warten, dass er mal anfängt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob der es schafft, da noch runterzukommen. Keine Ahnung, was es werden soll, wenn es fertig ist. Es ist, glaube ich, also sie hat ihn hinter mir ein paar Mal ermahnt oder so und ich weiß nicht, ich habe nur auf einem Ohr zugehört. Also ich glaube, sie hat auch irgendwann mal meinen Namen gesagt. Ey, was sollte das jetzt werden, wenn es fertig ist? Wobei, es war halt auch einfach krass auffällig, weil so, ich habe das auf ganz entspannt gemacht. Gut, ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht so unauffällig, wenn ich die ganze Zeit meine Hände auf der Tastatur kleben habe, wenn wir es lesen sollen. Aber hey, ich lese auf eine andere Art. Aber er hat halt so richtig mitgefiebert, so. Jedes Mal, wenn ich jemanden überholt habe, so richtig halt so, ja. Und so jedes Mal, wenn ich, er hat richtig mitgefiebert, er war richtig drin. Es war, als würde er fahren. Vor allem, als würde er richtig fahren. Ich glaube, das war halt auffällig, dass er nicht auf seine Blätter geschaut hat, sondern auf meinen Laptop und richtig mitgefiebert hat. Und dann hat ihm das richtig angesehen und vor allen Dingen, auch wenn er irgendwie so richtig, wenn ich irgendwen überholt habe oder sowas, hat man ihm es vor allen Dingen angehört. Ich werde vom Netzwerk gekickt wegen Werbung. Ich habe mal einen Typen reportet, der einmal Werbung für sein Dings gemacht hat. Da wurde nichts gemacht, weil es ist in Ordnung, das zu machen, solange man es nicht spammt. Ich schreibe einem Typen, dass einmal, ich weiß gar nicht, ob ich es ihm
Nee, ich hab's, glaube ich, da im Public Chat geschrieben und nicht im per DM. Diesem Affen da eben. Ah, dafür werde ich gekickt, Digga. Ich sag's dir gestern. Perfekt, einer aus der Runde hat einfach mal auf entspannt was kommentiert. Mal ernsthaft, Ehrenmann. Falls du das siehst. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like, einem Kommi und einem Abo. Aktiviert die Glocke. Teilt den Stuff sehr gerne, um mich zu supporten. Schaut auch auf meinen anderen Socials vorbei. Sie sind alle unten in der Beschreibung verlinkt. Es würde mich sehr freuen. Denkt unbedingt dran, morgen das Multicam-Video mit Tim und Lori zu schauen. Das ist richtig wild geworden. Kuss geht raus. Dementsprechend, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. Alter, dann hol dir einen runter.